Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur dieswöchigen Ausgabe der Ringvorlesung Structures. Heute haben wir unseren hochgeschätzten Kollegen Matthias Bartelmann zu Gast und er wird uns über Strukturen im Kosmos, Einheit in der Vielfalt berichten. Matthias Bartelmann hat in München studiert, dort Diplom gemacht und auch 1992 dort promoviert am Max-Planck-Institut für Astrophysik. Er ist dann am Max-Planck-Institut zunächst geblieben, dann hat er einen Postdoc-Aufenthalt an der Harvard University gemacht und schließlich war er wieder als Mitarbeiter und dann als Heisenberg-Stipendiat auch am Max-Planck-Institut in München, bevor er 2003 nach Heidelberg berufen wurde. Und zu unserem Glück ist er hier geblieben in Heidelberg und hat sich Forschung und Lehre und vielen anderen Tätigkeiten gewidmet. Matthias Bartelmann ist ein sehr bekannter Astrophysiker mit seinem breiten Spektrum. Das reicht von Gravitationslinsen, kosmischen Hintergrund, kosmische Strukturbildung bis zur statistischen Nichtgleichgewichtsphysik, die heute sicherlich auch vorkommen wird. Er ist der herausragende Dozent in unserer Fakultät, hat Generationen von Studierenden begeistert und ich sehe auch einige von Ihnen heute hier. Er hat zahlreiche Lehrbücher geschrieben und neben dieser Tätigkeit im Sinne von Forschung und Lehre im Humboldtschen Sinn hat er sich auch noch in vielfältiger Weise an der Universität engagiert. Er war unter anderem natürlich Dekan, er war Vorsitzender der Forschungs- und Strategiekommission, ganz entscheidend für den Erfolg in den Exzellenzwettbewerben der Universität. Er war im Vorstand der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und seit kurzem ist er Mitglied des Universitätsrats, das heißt des Aufsichtsgremiums der Universität überhaupt. Ja, und neben all diesen Dingen hat er immer noch im Kern seines Interesses die Forschung und die Lehre und wir freuen uns sehr auf den Vortrag heute. Strukturen im Kosmos, Einheit in der Vielfalt. Vielen Dank, Manfred, für die schöne Einführung. Ich erkenne mich fast nicht wieder. Ja, ich freue mich, so viele bekannte Gesichter hier zu sehen. Guten Abend. Strukturen im Kosmos, Einheit in der Vielfalt, das soll das Thema sein. Und ich verspreche Ihnen, wir werden gleich in den Kosmos aufbrechen, aber lassen Sie uns vorher vielleicht ein Spiel spielen. Sie kennen das ja. Das ist nicht das komplizierteste Spiel. Werfen wir doch mal ein paar Würfel und schauen, wie viele Augen jeweils kommen. Wir machen das oft. Und dann schauen wir die Verteilung an. Wie sind die Augenzahlen verteilt? Und natürlich wissen Sie, was rauskommt. Also wenn Sie vernünftige Würfel haben und die hat niemand gezinkt, dann wird, wenn wir die Verteilung der Augenzahlen darstellen, ungefähr das rauskommen, was Sie hier links im Bild sehen. Natürlich eine flache Verteilung. Und hier haben wir ungefähr 1000 Mal gewürfelt. Das ist die Erwartung, die rote Linie hier. Und natürlich fallen diese Punkte alle in die Nähe der erwarteten Linie, die natürlich eine Wahrscheinlichkeit von 1/6 für die einzelnen Augenzahlen angibt. So weit, so gut. Das wird Sie nicht überraschen. Jetzt machen wir es anders. Jetzt nehmen wir jeweils 10 Würfel zusammen. Wir würfeln 10 Mal, addieren die Augenzahlen alle auf, normieren die durch die Varianz. Und dann tragen wir auf, wie diese Ergebnisse aussehen. Das sind wieder Zufallszahlen natürlich, denn wir haben ja Zufallszahlen addiert. Aber wir haben diesmal jeweils einfach die Augenzahlen von 10 Würfen addiert und entsprechend normiert. Und dann sieht die Verteilung so aus. Die sieht bekannt aus, oder? Die sieht verdächtig nach einer Gauss-Verteilung aus.
Das ist der Punkt, auf den es mir ankommt. Sehen Sie, wir sind ausgegangen von einer Zufallsverteilung mit einer, von einem Zufallsexperiment mit einer flachen Verteilung. Wir hätten auch eine Verteilung nehmen können, die U-förmig aussieht und damit sozusagen komplementär zur Gaußverteilung. Was haben wir gemacht? Wir haben Zufallszahlen immer aus derselben Verteilung gezogen. Wir haben immer dieselben Würfel genommen, sehen Sie ja hier abgebildet, und haben diese Zufallszahlen überlagert. Wir haben sie einfach addiert in diesem Fall. Und was kommt raus? Die Verteilung von überlagerten Zufallszahlen, wenn sie unabhängig voneinander aus derselben Verteilung, alle aus derselben Verteilung gezogen werden, die nähert sich einer Gauss-Verteilung an. Das ist kein Zufall. Das ist der Gegenstand des sogenannten zentralen Grenzwertsatzes aus der Mathematik, der eben genau dieses aussagt. Wenn die Verteilung, aus der wir unsere ursprünglichen Zufallszahlen ziehen, genügend gute Eigenschaften hat, dann ist die Überlagerung dieser Zufallszahlen eine Gauss-Verteilung. Das ist die Grundlage des gaußschen Zufallsprozesses. Und der wird in dem, was wir heute Abend besprechen werden, noch bevor wir ins Universum aufbrechen, eine wichtige Rolle spielen. Jetzt gehen wir an den Pool, ja, passend zur Jahreszeit. Und was sehen Sie hier? Mir kommt es jetzt weniger auf die Liegestühle am Rand an, sondern auf die Muster, die Sie auf dem Boden dieses Schwimmbeckens sehen. Achten Sie mal auf die. Natürlich ist nicht das Wasser, das hier blau ist, ne, sondern der Boden des Schwimmbeckens. Aber was passiert hier? Sie sehen diese hellen Linien auf diesem Boden. Das sind die sogenannten Kaustiken, Brennlinien auf Griechisch. Und wie kommen die zustande? Die kommen dadurch zustande, dass die unregelmäßig geformte Oberfläche des Wassers in diesem Schwimmbecken, unregelmäßig deswegen, weil Wellen in diesem Schwimmbecken sind, die unregelmäßig geformte Oberfläche dieses Wassers, das Sonnenlicht auf den Boden des Schwimmbeckens bricht und dort zum Teil fokussiert, das sind die hellen Linien, und zum Teil defokussiert, das sind die dunklen Stellen. Was hat das jetzt mit unserem Würfelspiel zu tun? Was ich Ihnen hier zeige, ist wieder ein sogenanntes gaußsches Zufallsfeld in diesem Fall. Denn was Sie hier überlagern, sind einfach Wellen. Das Muster, das diese Wellen auf dem Boden dieses Schwimmbeckens hinterlassen. Und diese Wellen sind zufällig. Und die entstehen alle auf dieselbe Weise, nämlich zum Beispiel, indem jemand drin schwimmt oder indem der Wind diese Wellen anregt, indem diese Wellen dann am Rand des Schwimmbeckens reflektiert werden und so weiter. Das heißt, wir erzeugen auf der Oberfläche dieses Schwimmbeckens Wellen, zufällig orientierte Wellen, Wellen auch mit zufälliger Amplitude, und überlagern die. Und wie wir vorhin bei dem Würfelspiel gesehen haben, die Überlagerung von Zufallsprozessen, die alle aus derselben Verteilung gezogen sind und unabhängig voneinander gewählt sind, die bilden ein, in diesem Fall gaußsches Zufallsfeld. Ja? Ein Feld deswegen, weil es nicht mehr ein einzelner Prozess an einem Punkt betrachtet wird, sondern die Überlagerung einer deformierten, einer verzerrten zweidimensionalen Fläche. Das kann man auch nachmachen. Man kann einfach auf der Annahme, wir erzeugen uns am Computer natürlich ein gaußsches Zufallsfeld, annähernd simulieren, was Sie im linken Bild auf dem Boden des Schwimmbeckens sehen. Das rechte Bild habe ich einfach simuliert, das ist nicht schwierig. Und Sie sehen hier annähernd dieselben Muster. Und die entstehen einfach, wie erwähnt, dadurch, dass man ein gaußsches Zufallsfeld erzeugt. Und was ich Ihnen am Anfang mit dem Würfelspiel zeigen wollte, war nur, es ist keine Seltenheit, dass solche gaußschen Zufallsfelder entstehen, sondern es kommt ständig in der Natur vor. Es ist einer der natürlichsten Prozesse, die wir uns vorstellen können. Jedenfalls, man erzeugt es ein gaußsches Zufallsfeld und lässt dieses gaußsche Zufallsfeld sich entwickeln. Und es ergibt sich das Bild auf der rechten Seite, diese simulierten in diesem Fall Kaustiken, die denen sehr ähnlich sehen, die Sie am Boden des Schwimmbeckens sehen. Sie sind nicht ganz ähnlich. Das liegt unter anderem daran, dass dieses Schwimmbecken harte Ränder hat, an denen sich diese Wellen reflektieren und so weiter. Aber Sie sehen die Ähnlichkeit.
wenn Sie dieses gaußsche Zufallsfeld, das Sie im rechten Bild sehen, etwas länger sich entwickeln lassen, dann sieht es so aus. Und Sie sehen, jetzt entstehen zusätzliche Strukturen. Jetzt entstehen diese filamentartigen Strukturen. Es entstehen Knotenpunkte. Es entstehen Leerräume zwischen diesen filamentartigen Strukturen. Aber Sie sehen auch, dass diese Filamente nicht mehr dünn sind. Sehen Sie, hier sind Filamente dabei, die ganz messerscharf sind. Hier sind Filamente dabei, die sich langsam wieder aufweiten. Und wenn wir dieses Zufallsfeld etwas später betrachten würden, dann wären die Strukturen wieder weg. Denn die Art, wie sie entstehen, ist, dass aus diesem gaußschen Zufallsfeld zunächst durch eine gemeinsame Strömung der beteiligten Teilchen Strukturen entstehen und diese Strukturen sich gegenseitig durchdringen und wieder zerstören. Wenn nicht, wie Herr Salmhofer in seinem ersten Vortrag der Ringvorlesung erwähnt hat, ein anderer Prozess einsetzen würde, der das Gegenteil möchte. Dieses gaußsche Zufallsfeld hier für sich allein genommen würde sich einfach so weiterentwickeln, dass es die Strukturen wieder zerstört. Wenn jetzt aber die beteiligten Teilchen sich gegenseitig anziehen würden, gravitativ zum Beispiel, also aufgrund ihrer Schwerkraft, dann würden diese Filamente sich nicht wieder aufweiten, dann würden die Filamente zusammenbleiben. Und das ist, was Sie hier in dem linken Bild jetzt sehen. Auch das linke Bild entsteht auf genau dieselbe Weise. Sie nehmen ein gaußsches Zufallsfeld und lassen dieses gaußsche Zufallsfeld sich unter den Geschwindigkeiten, die die Teilchen durch dieses gaußsche Zufallsfeld bekommen, entwickeln. Wenn es nicht die Schwerkraft gäbe, die diese Teilchen dann wieder zusammenhält, dann würde ein Bild entstehen, das dem auf der rechten Seite sehr ähnlich sehen würde und allmählich im Laufe der Zeit wieder verwischen würde. Aber es gibt eben einen gegenteiligen Prozess, der aus diesem gaußschen Zufallsfeld jetzt durch die Schwerkraft dann diese Strukturen bildet, die Sie auf der linken Seite sehen. Was Sie auf der linken Seite sehen, ist eine sehr aufwendige Computersimulation. Was Sie auf der rechten Seite sehen, ist eine sehr simple Computersimulation. Die auf der rechten Seite stammt von mir, die auf der linken Seite stammt aus dem Virgo-Konsortium, aus der sogenannten Millennium-Simulation, eine der größten Simulationen, die zur Untersuchung kosmischer Strukturen unternommen worden ist. Was sehen Sie also links? Sie sehen das Ergebnis eines gaußschen Zufallsprozesses. Und wie erwähnt, das ist einer der natürlichsten Prozesse, die in der Physik ablaufen. Und Sie sehen das Ergebnis der Entwicklung dieses gaußschen Zufallsprozesses, wenn Sie zusätzlich noch berücksichtigen, dass die Teilchen, die hier berechnet worden sind, deren Bahnen hier berechnet worden sind, sich gegenseitig anziehen. Und da haben Sie ein Beispiel dafür, für diesen Widerstreit zwischen zwei gegenläufigen Tendenzen, die Herr Salmhofer in seiner ersten Vorlesung erwähnt hat, und aus denen Strukturen hervorgehen und dann tatsächlich auch als Strukturen erhalten bleiben. Was Sie hier sehen, ist das Ergebnis einer Simulation. Aber was wir in der Natur sehen, und die Natur ist jetzt groß, ja, wir brechen jetzt ins Universum auf, sehen Sie, das ist tatsächlich eng vergleichbar mit dem, was wir in den Simulationen sehen. Schauen Sie sich das linke Bild nochmal genauer an. Sie sehen hier Filamente, Sie sehen große Leerräume, Sie sehen Massenkonzentrationen an den Schnittpunkten dieser Filamente. Und wenn Sie den Himmel betrachten, mit anderen als Ihren eigenen Augen, dann sehen Sie diese Strukturen am Himmel wieder dargestellt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was wir hier sehen auf diesem elliptischen Bild, ist eine Himmelskarte. Und weil man die Kugel nicht in die Ebene abbilden kann, ohne sie zu verzerren, entsteht aus der Abbildung der Kugel in die Ebene diese Ellipse. Und die einzelnen Punkte auf dieser Ellipse sind Galaxien. Jeder einzelne Punkt entspricht einer Galaxie und die Farbe der einzelnen Punkte gibt ungefähr die Entfernung dieser Galaxien von uns an.
Die gelben sind etwas näher, die roten etwas weiter entfernt. Und in der Mitte des Bildes, in der Äquatorialebene sozusagen, also längs der langen Achse dieser Ellipse, sehen Sie die Ebene der Milchstraße. Jetzt kennen Sie vielleicht andere Bilder von der Milchstraße, Bilder, in denen Sie überhaupt das Zentrum der Milchstraße gar nicht sehen können, weil es von Staub verhüllt ist. Auf diesem Bild können Sie durchschauen, durch das Zentrum, durch das verstaubte Zentrum der Milchstraße durchschauen, weil dieses Bild im infraroten Spektralbereich aufgenommen worden ist. Und im infraroten Spektralbereich sehen Sie den Staub überhaupt nicht. Überlegen Sie mal die Vorteile für die Hausarbeit. So. Das heißt, im infraroten Spektralbereich können Sie durch die Milchstraße durchschauen und dann sehen Sie den gesamten Himmel überzogen mit diesem Muster aus Galaxien. Und Sie sehen diese Galaxien eben nicht zufällig angeordnet, sondern entlang von Filamenten. Nun, dadurch, dass wir am Himmel ja Galaxien in unmittelbarer Nähe zueinander sehen, die allein zufällig in die Nähe voneinander projiziert worden sind, auch wenn sie im Raum durch große Entfernungen voneinander getrennt sind, überlagern sich natürlich durch diesen Blick in den Himmel Strukturen, die bei ganz verschiedenen Entfernungen stehen. Und deswegen sind diese Filamente und Leerräume hier auf dem Bild weit weniger scharf und weit weniger ausgeprägt, als wir sie in dem simulierten Bild oder in meiner einfachen zweidimensionalen Version hier rechts gesehen haben. Aber auch hier liegt dieser Entwicklung ein gaußsches Zufallsfeld zugrunde, ein gaußscher Zufallsprozess, der sich entwickelt hat im Laufe der Zeit und der durch die gegenläufige Tendenz, also die Schwerkraft, stabilisiert worden ist, gegen seine eigene Tendenz wieder auseinanderzulaufen. Das heißt, was wir hier am Himmel sehen, ist die Auswirkung eines kolossalen gaußschen Zufallsprozesses irgendwann sehr früh in der Entwicklung unseres Universums. Was ich damit betonen möchte ist, was wir hier im Universum sehen und diesen Reichtum an verschiedenen Strukturen, eben an Filamenten, Leerräumen und so weiter, Knotenpunkten, den können wir unmittelbar und mit physikalischer Berechtigung, mit physikalisch tiefster Berechtigung mit dem Wellenmuster bzw. mit dem Kaustikmuster vergleichen, das Sie im Schwimmbad sehen. Es ist genau derselbe Prozess, der dem zugrunde liegt. Im Schwimmbad ein zweidimensionaler Prozess, im Universum ein dreidimensionaler Prozess. Im Schwimmbad einer, bei dem Strukturen werden und vergehen, allein dadurch, dass dieses Wellenmuster auch im Laufe der Zeit wieder abklingt. Und im Universum stabilisiert durch die Schwerkraft. Aber der zugrunde liegende Prozess, diese Entstehung der Strukturen aus dem gaußschen Zufallsfeld und aus der gegenläufigen Tendenz der Schwerkraft, der ist genau derselbe im Schwimmbad bzw. im Universum. Gehen wir einen Schritt weiter. Wie beschreiben wir eigentlich Strukturen? Jetzt zeige ich Ihnen eine andere Karte einer Kugel. Vielleicht erkennen Sie sie. Was hier dargestellt ist, ist einfach die Höhe über dem normalen Nullniveau auf der Erdoberfläche. Dunkelblau ist tief, also negative Höhe, und rot bzw. gelb ist hoch. Also Sie sehen es ja besonders herausfallen hier, das Himalaya. Das Pamir, das tibetanische Hochland, ganz rechts in Asien, beziehungsweise die Anden oder die Rocky Mountains in Nordamerika beziehungsweise Südamerika. So, offensichtlich ist die Erdkugel überzogen von Strukturen aller Art. Und jetzt ist die Frage, wie könnten wir denn solche Strukturen analysieren? Wie könnten wir sie beschreiben? Welche Art von Information könnten wir auf statistische Weise aus dieser Karte des Höhenprofils der Erde gewinnen? Der Prozess, den ich Ihnen jetzt beschreiben werde, funktioniert ganz ähnlich, wie Ihr Ohr funktioniert, wenn Sie ins Konzert gehen. Was macht Ihr Ohr? Ihr Ohr zerlegt den Schall, den Sie im Konzert hören, nach Wellenlängen, nach Frequenzen. Und anhand bestimmter Frequenzmuster erkennen Sie die Geigen oder
die Oboe oder welches Instrument Ihnen halt am besten gefällt. Was Ihr Ohr tut, ist eine Frequenzanalyse bzw. eine Fourieranalyse. Es zerlegt den einfallenden Schall nach Frequenzen und Sie erkennen aus der Mischung der verschiedenen Frequenzen, um welche Art von Musik, um welche Art von Instrument es sich handelt. Und wir machen jetzt mit diesem Bild der Erdkugel, also mit diesem Bild des Höhenprofils der Erdkugel, letzten Endes genau dasselbe. Wir machen eine Frequenzanalyse. Und Frequenz heißt auf dieser Karte Wellenlänge bzw. Der Kehrwert der Wellenlänge. Wie häufig passt eine bestimmte Struktur auf die Erdoberfläche? Das wäre die Frage nach der Frequenz. Beziehungsweise wie groß sind bestimmte Strukturen, die wir auf dieser Erdoberfläche finden? Das wäre die Frage nach der Wellenlänge. Jetzt können Sie auf einer Kugel keine Fourier-Transformation machen. Das ist aber egal. Sie können auf andere Weise eine Frequenzanalyse auch auf der Kugel durchführen. Und das will ich Ihnen hier zeigen. Sehen Sie, in diesen beiden Spalten sehen Sie das Höhenprofil der Erde, jeweils in Bestandteile verschiedener Größe zerlegt. Das heißt, ich mache jetzt genau diese Wellenlängen- bzw. Frequenzanalyse, die Ihr Ohr beispielsweise mit einem Musikstück macht. Sie sehen also links oben die ursprüngliche Karte, die wir analysieren. Das ist einfach dieselbe Höhenkarte auf der Erdkugel, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. So, und jetzt sehen Sie, was passiert, wenn ich jeweils in der linken Spalte von oben nach unten gehend und dann in der rechten Spalte von oben nach unten gehend Strukturen immer kleinerer Wellenlänge aus dieser Karte herauslöse. Und Sie sehen in dem Bild direkt unter der Erdkugel den sogenannten Dipol. Das heißt, diese Karte fragt danach, was ist denn die größte Struktur, die ich in dieser Karte identifizieren kann, die also eine Wellenlänge hat vom halben Erdumfang. Und dann sehen Sie, naja, der eine Pol dieses Dipols zeigt auf die asiatische Landmasse und der andere Pol des Dipols zeigt in den Pazifik. Dort ist im Pazifik ist die Tiefe am größten, auf der asiatischen Landmasse ist die Höhe am höchsten. Dann gehen wir eins tiefer, da sehen Sie die nächst kleineren Strukturen und so weiter. Und wenn Sie jetzt dann die rechte Spalte von oben nach unten durchgehen, dann sehen Sie, je kleiner Sie die Wellenlängen wählen, nach denen Sie diese Karte analysieren, umso mehr erkennen Sie die Kontinente auf der Erdoberfläche wieder. Wenn Sie in das Bild rechts unten schauen, dann sehen Sie beispielsweise, aha, es gibt hier Afrika, es gibt hier Asien, es gibt Nordamerika, das mit Grönland zusammengewachsen ist und so weiter. Es gibt noch kein Europa, das kommt erst später. So, damit wollte ich Ihnen zeigen, wie man zum Beispiel auch mit solchen Strukturen, die man auf dieser Himmelskarte beobachten kann, eine Frequenzanalyse machen kann, wie man sie analysieren kann hinsichtlich der Wellenlängen, die in dieser Karte vertreten sind. Und natürlich können Sie bei jeder einzelnen dieser Karte jetzt fragen, wie groß ist denn die Amplitude? Also wie groß ist der Unterschied? Beispielsweise in diesem Dipolbild in der linken Spalte, das zweite von oben, wie groß ist denn der Unterschied zwischen Rot und Blau? Und wie viel unterscheiden sich diese beiden Pole? Oder im nächsten drunter liegenden Bild, wie groß ist hier der mittlere Unterschied zwischen Rot und Blau und so weiter. Auf diese Weise können Sie den einzelnen Frequenzen bzw. den einzelnen Wellenlängen, die in dieser Karte vertreten sind, Zahlen zuordnen, Amplituden zuordnen. Und nochmal, das ist genau dasselbe wie das, was Ihr Ohr tut. Ihr Ohr fragt zum Beispiel nach einer bestimmten Frequenz, 440 Hertz zum Beispiel, und stellt fest, die Amplitude, also die Stärke des Schallsignals, das Sie bei 440 Hertz hören, hat eben einen bestimmten Wert. Und genau das tun wir jetzt mit der Erdoberfläche. Und dann kommt das hier raus. Sehen Sie, ich habe jetzt hier entlang der horizontalen Achse diese Multipolordnung angegeben. Multipolordnung ist einfach ein anderes Wort für die Frequenz, also die Anzahl
mit der ich Strukturen bestimmter Größe auf der Erdoberfläche unterbringen kann. Das heißt, wenn Sie gerne Wellenlängen hätten, lesen Sie die horizontale Achse, die X-Achse, einfach von rechts nach links. Das heißt, von links nach rechts werden die Strukturen kleiner. Aber hier habe ich noch was anderes getan. Hier habe ich nicht nur die Amplitude dieser Strukturen angegeben, sondern ich habe die Amplitude noch multipliziert mit der Anzahl der Fälle oder mit der Anzahl der Strukturen, die ich bekommen kann. Natürlich kann ich, je kleiner die Strukturen werden, immer mehr Strukturen dieser Größe auf der Erdoberfläche unterbringen. Das werden wir später noch sehen. Also das ist nicht allein das Ergebnis der Frequenzanalyse. Und deswegen schreibe ich hier an die horizontale Achse Ausprägung der Strukturen. Das ist also die Anzahl der Strukturen mal der Amplitude dieser Strukturen. Und jetzt erkennen Sie daran zumindest zwei sehr interessante Dinge. Das ist eine doppelt logarithmische Darstellung und die wird gerade. Entlang der X-Achse läuft der Logarithmus der Größe und auf der Y-Achse läuft der Logarithmus dieser Ausprägung. Und Sie sehen eine fast gerade Linie. Das ist erstaunlich. Und Sie sehen, diese Kurve hat ein Maximum. Und wo liegt dieses Maximum? Das liegt ungefähr bei einer Größe von 3000 Kilometern. Das ist offenbar die typische Größe der Kontinente, die wir auf der Erde finden. Das sind die größten in sich zusammenhängenden Strukturen, die wir auf der Erde finden. So, damit wollte ich Ihnen beschreiben, wie wir Strukturen analysieren können. Und jetzt gehen wir ins Universum zurück, schauen also wieder diese Karte an. Und natürlich kann ich auch mit dieser Karte dasselbe Experiment durchführen. Könnte ich, mache ich aber nicht. Was ich stattdessen tue, ist, dass ich eine jetzt dreidimensionale Karte analysiere. Sehen Sie, hier haben wir eine zweidimensionale Karte analysiert. Wir werden jetzt eine dreidimensionale Karte analysieren, weil wir jetzt auch die Tiefeninformation sozusagen hinter diesem Bild mit berücksichtigen möchten. Und wenn wir das tun, dann ergibt sich dieses ganz erstaunliche Bild. Wieder ist hier die Darstellung so gewählt, dass entlang der horizontalen Achse die Strukturen von links nach rechts immer kleiner werden. Das liegt an dieser Frequenzanalyse. Wenn Sie also die Achse ablesen und hier sehen Größenskala in Mps, dann läuft diese Größenskala in Mps von rechts nach links, von kleinen zu immer größeren Strukturen. Vielleicht fragen Sie sich, was ein Mps ist. Das ist ein sogenanntes Megaparsec. Das ist einfach eine Längeneinheit. Stellen Sie sich Zentimeter vor, geht auch. Ein Megaparsec sind 3,1 mal 10 auf 24 Zentimeter. So, mit anderen Worten, von rechts nach links werden die Strukturen immer größer. Und um jetzt Strukturen der verschiedensten Größenskalen, die wir im Universum finden, auf einer Skala unterzubringen, habe ich Ihnen jetzt hier angegeben, womit jeweils die entsprechenden Strukturen oder auf welche Weise jeweils die entsprechenden Strukturen hier untersucht wurden. Und ganz links oben sehen Sie Strukturen im CMB. CMB steht entweder für Kaspar, Melchior und Balthasar oder für den Cosmic Microwave Background, also den kosmischen Mikrowellenhintergrund. Das ist das früheste Signal, das wir auf elektromagnetische Weise aus der Frühzeit des Universums bekommen. Diese Karte zeigt uns das Universum in dem Zustand, in dem es war, ungefähr 400.000 Jahre nach seiner Entstehung. Und auf dieser Karte oder von dieser Karte können wir ablesen oder können wir die Frequenzanalyse machen auf den ganz besonders großen Skalen. Das heißt, die Datenpunkte, die hier in blau angegeben sind, ganz rechts in dem Bild, die stammen aus der Frequenzanalyse dieses Jugendfotos des Universums. Und so sehen Sie jetzt verschiedene Messmethoden, Beobachtungsmethoden auf diesem Bild versammelt. Und wenn wir von links nach rechts gehen, dann untersuchen diese Messmethoden immer kleinere Strukturen, die wir im Universum finden. Da sehen Sie Gravitationslinsen vor dem CMB. Das ist gewissermaßen die Struktur, die diese Restwärmestrahlung aus der Frühzeit des Universums auf dem Weg zu uns durchleuchtet.
Dann sehen Sie darunter die Karte, die Sie schon gesehen haben. Das ist die Galaxienverteilung in unserer kosmischen Nachbarschaft. Dann sehen Sie hier ein Bild, das beschrieben ist mit kosmischer Linseneffekt. Dann sehen Sie Galaxienhaufen und schließlich noch die intergalaktischen Gaswolken, die uns das Signal auf den kleinsten Skalen liefern, auf denen wir diese Frequenzanalyse im Universum durchführen können. So, und jetzt machen wir diese Frequenzanalyse eben über das gesamte Spektrum dieser Skalen hinweg. Und dann sehen Sie diese einzelnen Messpunkte, die hier eingetragen sind, und die Kurve, die alle diese Messpunkte verbindet. Und diese Kurve ist die einfachstmögliche, die Sie durch diese Punkte zeichnen können. Die Kurve ganz links, oder der linke Verlauf der Kurve, wurde durch die Entwicklung des Universums in seiner Frühzeit, seiner frühesten Frühzeit geprägt. Und der Verlauf der Kurve ganz rechts, zu den kleinsten Skalen hin, den meine ich. Sehen Sie, ich markiere jetzt mit dieser Ellipse hier den Bereich, auf den es mir ankommt, und zeichne hier eine Linie ein, die parallel zu dieser Messkurve verläuft. Und wieder sehen Sie ja in dieser Darstellung, die Skala ist wieder doppellogarithmisch. Also unten auf der horizontalen Achse ist der Logarithmus der Größe angegeben. Dann auf der vertikalen Achse ist der Logarithmus dieser Amplitude der Strukturen angegeben. Und wieder entsteht eine gerade Linie hier. Und das ist erstaunlich. Wenn Sie jetzt fragen, ich trage jetzt entlang der horizontalen Achse die Frequenz auf, also nicht die Größenskala, sondern die Frequenz, also eine Größe, die von links nach rechts zunehmen würde. Und ich frage mich, wie verläuft eigentlich diese dicke schwarze Linie, die ich hier eingezeichnet habe? Dann stellt sich raus, die verläuft wie Frequenz hoch minus 3. Und warum minus 3? Und warum ist es überhaupt eine gerade Linie? Das ist eine Frage, die uns lange Zeit beschäftigt hat. Also, ich will hier nochmal etwas näher veranschaulichen, was dieser Verlauf eigentlich bedeutet. Sie sehen jetzt hier in dem rechten Bild, einfach nachgeahmt, dieses blaue Band, das nachstellen soll, wie die gemessene Kurve aussieht. Das ist jetzt die Amplitude der einzelnen Strukturen, die wir im Universum finden, über einen ganz weiten Skalenbereich hinweg. Und wenn ich jetzt wieder die Ausprägung der Strukturen wissen möchte, also Sie erinnern sich, die Ausprägung hatte ich genannt, die Amplitude der Strukturen multipliziert mit der Anzahl dieser Strukturen. Wenn ich also diese Ausprägung auftragen will, dann kriege ich die rote Kurve raus. Die bekomme ich also einfach, indem ich die blaue mit der Anzahl multipliziere. Und natürlich ist die Anzahl kleiner Strukturen, die ich im Universum identifizieren kann, sehr viel größer als die Anzahl großer Strukturen. Und deswegen wird der Verlauf dieser blauen Kurve so zu den kleinen Skalen hin, also nach rechts, verkippt. Und dann sehen Sie, was dieser Verlauf von Frequenz hoch minus 3 eigentlich bedeutet. Der bedeutet, je weiter ich nach rechts gehe, umso mehr geht diese Ausprägung der Strukturen in eine Konstante über. Und das heißt, die Ausprägung der Strukturen wird unabhängig von ihrer Größe. Und das ist ein ganz erstaunlicher Befund, der uns sehr gewundert hat. Und von dem zunächst angenommen worden ist, also von allen möglichen Einflussgrößen abhängen könnte, beispielsweise von der Art, wie das Universum sich entwickelt, oder von der Art der Materie, aus der diese Strukturen entstanden sind, oder. Was sich aber herausstellt ist, wenn man eine geeignete Theorie für die Entwicklung dieser Strukturen zugrunde legt, dass dieses Verhalten auf kleinen Skalen, dieser Verlauf wie Frequenz hoch minus 3, allein durch die Anzahl der Raumdimensionen bestimmt ist. Wir leben in einem dreidimensionalen Raum und daher kommt dieses Frequenz hoch minus 3 und daher kommt, dass die Ausprägung der Strukturen zu den kleinen Strukturen hin
unabhängig von der Größe der Strukturen wird. Das war das Ergebnis von Sarah Conrad in ihrer Doktorarbeit, die sie 2020 abgegeben hat, im Rahmen unseres Structures Clusters. So, was ich Ihnen also hier zeigen wollte, ist, wenn Sie diesen Ausflug ins Universum unternehmen und fragen, wie kann ich die Strukturen verstehen, die wir im Universum sehen, dann stellt sich jetzt heraus, dafür sind zwei Größen wichtig oder zwei Phänomene wichtig und sonst nichts. Das eine Phänomen ist, wir starten mit einem gaußschen Zufallsfeld, das gegen seine Tendenz, sich selbst wieder zu zerlegen, von der Schwerkraft durch die Schwerkraft gehindert wird. Und das andere ist, unser Raum ist dreidimensional und deswegen verläuft diese Kurve auf kleinen Skalen so, wie sie verläuft. Und diese Zutaten reichen aus, um das Erscheinungsbild kosmischer Strukturen und die Ähnlichkeit kosmischer Strukturen zu verstehen. Erinnern Sie sich, wir waren vom Würfelspiel ausgegangen. Wir waren am Pool gesessen. Ein gaußsches Zufallsfeld plus Schwerkraft plus dreidimensionaler Raum reicht aus, um zu verstehen, wie diese kosmischen Strukturen beschaffen sind. Lassen Sie mich schließlich noch über die Einheit physikalischer Gesetze sprechen, denn natürlich beschreiben wir die Entwicklung dieser Strukturen anhand von Gesetzen. Und wir müssen ja diese Gesetze, die wir den Phänomenen zugrunde legen wollen, in irgendeiner Weise begründen. Und deswegen wollte ich jetzt im dritten Teil, der wird ungefähr 2 Stunden dauern, wollte ich jetzt im dritten Teil darauf eingehen, wie wir physikalische Gesetze begründen. Sehen Sie, was Sie hier dargestellt finden auf diesem Bild, ist ein Lichtstrahl, der von links oben nach rechts unten verläuft. Und Sie sehen ein Phänomen dargestellt, das Sie sicher alle kennen. Der Lichtstrahl trifft im Ursprung auf was? Auf eine Glasoberfläche und teilt sich dort auf, und zwar einen reflektierten Strahl, das ist der nach rechts oben weiter verläuft. Da gilt einfach Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, das kennen Sie sicher aus der Schule. Und einen weiteren Strahl, der in das Glas hinein verläuft. Und der verläuft unter einem anderen Winkel. Warum? Warum verläuft er so? Und die Antwort darauf hat Pierre de Fermat schon im 17. Jahrhundert gefunden, indem er formuliert hat, zwischen zwei festen Punkten verläuft ein Lichtstrahl so, dass er die minimale Zeit braucht. Woher weiß er das? Wissen wir nicht. Also, da kommen wir später noch drauf. Aber jedenfalls, dem Ganzen liegt offenbar ein Prinzip zugrunde. Dieser Lichtstrahl, den Sie hier sehen, beide Lichtstrahlen, die Sie hier sehen, verlaufen so zwischen zwei festen Punkten, dass die Laufzeit dieser Lichtstrahlen minimal wird. Wir sagen, diesem Gesetz, das sagt Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel in der oberen Bildhälfte, beziehungsweise Snellius Besprechungsgesetz in der unteren Bildhälfte, das sind die Folge eines sogenannten Extremalprinzips, ja? Eines Prinzips, das aussagt, natürliche Vorgänge laufen so ab, dass bestimmte Größen maximal oder minimal werden. Und in diesem Fall, im Fall der Lichtausbreitung, ist es eben die Lichtlaufzeit. So, und wenn wir andere Prozesse nehmen, hier ist ein Bild von Fritz Freund. Fritz Freund war in Frankfurt geboren, hat dann in Oberbayern gelebt und hat da offenbar solche Szenen beobachtet. Und ich stelle mir vor, Sie sehen ja den Kleinen da in der Bildmitte vorne, Sie sehen von hinten, und er hat gerade einen Schneeball geworfen, ne? Auf den Kleinen mit dem roten Halstuch. Warum fliegt dieser Schneeball so, wie er fliegt? Also, wenn Sie auf irgendwelche Weise diese beiden Jungs miteinander verbinden würden, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, wie Sie von dem einen, können Sie das sehen hier? Ja, genau. Wie Sie von dem einen zu dem anderen die Kurve ziehen könnten. Warum fliegt dieser Schneeball ausgerechnet entlang der Linie, die Sie hier sehen? Oder die Sie
die Sie draußen beobachten können, wenn Sie das nachstellen. Also, von dem roten Anfangspunkt gehen wir aus. Zu der roten Pfeilspitze rechts unten laufen wir. Und wir stellen fest, durch die Natur realisiert, in der Natur verwirklicht, ist diese eine rote Kurve, die diesen roten Punkt mit der roten Spitze verbindet. Warum gerade die? Warum nicht irgendeine der blau gestrichelten Linien, die ebenfalls vom selben Ausgangspunkt zum selben Endpunkt gehen? Jetzt frage ich also nicht mehr danach, wie Licht sich ausbreitet, sondern ich frage danach, wie beispielsweise Schneebälle fliegen oder Äpfel oder anderes. Und auch hier stellt sich raus, aus Gründen, die man noch durchaus tiefer beleuchten könnte, dass auch hier wieder ein solches Extremalprinzip zugrunde liegt. Also ein Prinzip, das sagt, tatsächlich in der Natur verwirklichte Bahnen sind solche, entlang derer irgendeine bestimmte Größe extremal wird. Und diese Größe wird in der Physik als Wirkung bezeichnet. Und in diese Wirkung, ja, diese Wirkung ist eine Größe, in die Sie ganze Flugbahnen einsetzen können. Sie setzen also nicht irgendeine Zahl x in diese Größe ein, in diese Größe s, sondern Sie setzen eine ganze Flugbahn in diese Größe ein, und deswegen sind die Klammern eckig, damit mehr reinpasst. Solche Größen heißen Funktionale, aber das nur am Rand. Und John Hamilton, den Sie hier dargestellt sehen, William Rowan Hamilton, der hat gefunden, dass sich die Gesetze der Mechanik zurückführen lassen auf dieses Extremalprinzip. Dieses Prinzip, das sagt, entlang tatsächlicher, in der Natur verwirklichter Bahnen wird die Wirkung extremal. Oder, anders gesagt, die Natur verwirklicht diejenigen Bahnen, längs derer diese Wirkung extremal wird. Und man kann auch weitergehen. Man kann jetzt Schneebälle ersetzen durch physikalische Felder, zum Beispiel elektromagnetische Felder oder andere Felder, von denen es etliche gibt. Und man stellt wieder fest, dass auch die Entwicklung solcher Felder, also beispielsweise der elektromagnetischen Felder, die Sie verwenden, um mit Ihrem Mobiltelefon zu telefonieren, auch wieder durch ein Extremalprinzip derselben Art beschrieben werden kann. Und wie ich hier andeuten möchte mit diesem Bild, verstehen wir jetzt unter dieser Verbindungslinie von einem Punkt zu einem anderen in diesem Diagramm jetzt nicht mehr ein Schneeball, der fliegt, sondern eine ganze Feldkonfiguration, die sich von einem Anfangspunkt zu einem Endpunkt bewegt. Aber das soll jetzt für uns keine nähere Rolle spielen. Ich möchte damit nur ausführen, dass alle Gebiete der Physik heute fundamental auf solche Extremalprinzipien zurückgeführt werden. Das heißt, wenn wir physikalische Theorien aufstellen, dann besteht die Aufstellung dieser Theorien darin, dass wir eine Wirkung formulieren. Und dann folgen die physikalischen Gesetze, die wir anwenden, auf genau vorgegebene Weise aus dieser Wirkung. Und dann ist nur noch die Frage, woher bekommen Sie eigentlich diese Wirkung? Und diese Wirkung bekommen Sie, indem Sie Symmetrien zugrunde legen. Und da möchte ich wieder anschließen an den ersten Vortrag im Lauf unserer Ringvorlesung von Herrn Salmhofer. Symmetrie bzw. Struktur hat der Salmhofer beschrieben als Einschränkungen von Möglichkeiten. Und bei der Formulierung solcher Wirkungen sind Symmetrien dafür notwendig, um zu unterscheiden zwischen Formulierungen, die unter bestimmten Symmetrien zugelassen sind und solchen, die nicht zugelassen sind. So, und damit schließe ich den dritten Teil meines Vortrags ab. Lassen Sie mich nochmal zusammenfassen, worum es eigentlich gehen sollte. Im ersten Teil ging es um die Einheit der Phänomene. Und da habe ich über Gaußsche Zufallsprozesse gesprochen,
und habe ihnen zunächst anhand des Würfelspiels beschrieben, dass die Überlagerung von Zufallsprozessen notwendigerweise unter sehr weiten Bedingungen zu gaußschen Zufallsprozessen führen. Wir können also beispielsweise genauso, wie wir dem Wellenmuster im Schwimmbad einen gaußschen Zufallsprozess zugrunde legen, auch den Strukturen im Universum einen gaußschen Zufallsprozess zugrunde legen. Auch dafür gibt es sehr gute Gründe, die in der Frühzeit des Universums begründet liegen. Im zweiten Teil hatte ich gesprochen von der Ähnlichkeit der Strukturen. Wir hatten da darüber geredet, wie wir Strukturen eigentlich beschreiben können, wie wir Strukturen quantifizieren können. Und wir hatten gesehen, wenn wir von einem gaußschen Zufallsfeld als Grundlage der Strukturen im Universum ausgehen, dann können wir allein aufgrund der Tatsache, dass es zusätzlich noch die Schwerkraft gibt und dass wir drei Raumdimensionen haben, verstehen, wie es zu der Gestalt der kosmischen Strukturen kommt. Und das ist unabhängig davon, welcher Art die Materie ist, aus der die kosmischen Strukturen bestehen. Es ist weiterhin unabhängig davon, wie unser Universum sich entwickelt. Und schließlich wollte ich im dritten Teil noch begründen, woher wir eigentlich physikalische Gesetze beziehen, nämlich aus Extremalprinzipien, aus dem Wirkungsprinzip. Und das Wirkungsprinzip hat sich in der Physik über 38 Größenordnungen hinweg bewährt, nämlich von der Skala von Atomkernen beziehungsweise von der Längenskala, die wesentlich kleiner noch ist als die Bestandteile von Atomkernen, bis hin zu den Skalen, die die kosmischen Strukturen beschreiben. Und schließlich werden Wirkungen wiederum durch Symmetrien begründet. Und damit haben wir sozusagen die Ordnungsprinzipien zusammengestellt, mit denen wir versuchen, die Einheit hinter der Vielfalt kosmischer Strukturen zu verstehen. Vielen Dank.